Wir sind einander zugesellt für alle Ewigkeit. Uns scheidet nicht die ganze Welt mit ihrer Schlechtigkeit. Der weiß ja nicht, was Lieben ist, der an ein Scheiden denkt, wenn zweier sich so recht geküsst, sich Leib und Seele geschenkt. So lieben wir uns immer da die ganze Sommerszeit und lieben uns das ganze Jahr, bis dass es friert und schneit. Und kommt der Tag, der kein Tag ist, und muss ich fort von dir, dein Herz doch meiner nicht vergisst, es findet sich zu mir. Denn ob der Schnee zur Erde fällt und blühen die Rosen rot, wir sind einander zugesellt im Leben und im Tod. Spaghetti mit Tomatensauce gemacht. Ich habe ja sowieso noch nicht gefrühstückt. Du hast wieder die ganze Nacht durchgemacht, oder? Ein Glück hat das bald ein Ende. Wann genau gibst du eigentlich deine Arbeit jetzt ab? Morgen. Ich habe vom langen Korrekturlesen an dem Laptop schon quadratische Augen. Oha. Dann kommen wir erstmal her, lass mal erstmal essen. Frühstück, was? Mittlerweile träume ich schon davon. Von Tomatensauce? Ja, klar. Nee. Hermann Löhns seinen Gedichten und meiner Arbeit. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich deswegen nochmal kräftig auf die Schnauze kriegen werde in nächster Zeit. Naja, mit dem, was du in deiner Arbeit so aufdeckst, trittst du auch einigen Leuten so ganz schön auf die Füße. Vor allen Dingen sitzen einige von diesen Leuten bei mir mit dem Seminar. Kannst dir ja schon vorstellen, wie sich so eine schlagende Burschenschaft artikuliert. Die sagen bestimmt nicht, Herr Thielke, wir finden das jetzt nicht so dufte, was Sie da über uns erzählen. Da können wir das nochmal kurz ausdiskutieren? Die zeigen dir ihre Zuneigung am liebsten gleich mit dem Säbel. Nee, aber im Ernst. Ich denke, du machst das mit links. Und wenn du willst, kann ich dich auch gern zu deinem Vortrag begleiten. Oh, danke, Schatzi. Ja, und dann habe ich die Alte richtig schön durchgenommen. Du auch? Kommen wir an hier, kommen wir an hier. Grüß euch. Grüß dich, Siegert. Herein. Hallo, Jasmin. Hallo, Jan. Wie schön, dich zu sehen. Geht's dir gut? Ja, mir geht's blendend. Hast du deine Arbeit mit dabei? Ja, ist hier dran. Na super, dann habe ich ja jetzt was zu tun. Scheint so. So richtig glücklich siehst du aber nicht aus dafür, dass du gerade deine Doktorarbeit abgibst. Nein. Ich mache mir ein wenig Sorgen um die Verteidigung. Ach, das musst du doch nicht, Jan. Du hast einen hervorragenden Schreibstil. Das weiß ich, das weiß Herr Bauer. Du wirst mal ein prima Wissenschaftler, da musst du dir echt keine Sorgen machen. Weil ich dich gerade hier habe. Passt dir vielleicht der 29. August vielleicht für eine Verteidigung? Ja, das müsste passen. Ja, super, dann halten wir das fest. Dann sehen wir uns da. Wunderbar. Prima. Dann lass es dir gut gehen. Viel Spaß beim Lesen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ach, das ist ja klar.
Die schlappen halt so drin, ne? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zum heutigen Vortrag und zur Verteidigung der Doktorarbeit von Jan Thierke. Die Arbeit trägt den Titel Hermann Löns, Heidedichter, Journalist, Naturforscher, Antisemit. Jan, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Professorin Schulte, Herr Professor Bauer, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen. Heute ist der 29. August. Heute, vor 147 Jahren, wurde Hermann Löns geboren. Und zwar genau am 29. August 1866 in Kulm in Westpreußen, als erstes von 14 Kindern. Er war ein deutscher Journalist und Schriftsteller. Zunächst studierte er Medizin in Greifswald, wo er auch Mitglied einer schlagenden Studentenverbindung wurde. 1888 wechselte er nach Göttingen, wo er ebenfalls einer Landsmannschaft angehörte. Sein Studium gab Löns 1890 vorzeitig auf, was vermutlich auch auf seinen exzessiven Alkoholkonsum zurückzuführen war. 1892 ging er nach Hannover, wo er ein Jahr später seine Karriere als Journalist beim neu gegründeten Hannoverschen Anzeiger begann. Allerdings war ihm der Journalistenberuf nur Broterwerb, während ihm die Nebentätigkeit der Schriftstellerei eine Herzenssache war. Kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 meldete sich Löns als Kriegsfreiwilliger. Löns Beweggründe für die Kriegsteilnahme sind nicht bekannt. Zu vermuten sind allerdings Nationalismus oder private Gründe. Nach nicht einmal einem Monat Kriegsdienst fiel Löns. Er wurde bei einem Sturmangriff gegen französische Truppen nördlich von Reims erschossen. Die Identifizierung seiner Gebeine konnte nie ganz sicher abgeschlossen werden. Auf Anordnung Hitlers später wurden diese unverzüglich in Frankreich exhumiert und nach Deutschland überführt. Mit der Angelegenheit Löhnsbestattung befassten sich unter anderem hohe Vertreter des NS-Regimes, wie zum Beispiel Josef Goebbels, Hermann Göring oder auch Hitler selbst. Die Wehrmacht bestattete Löns in einer würdevollen Veranstaltung dann am 2. August 1935 bei Walsrode. Hermann Löns war Stadtmensch und Intellektueller, gilt aber als Heidedichter und Heimatschriftsteller. Seine Prosa ist von Natureindrücken geprägt. Heute gründet sich der Fremdenverkehr in der Lüneburger Heide fast ausschließlich auf seinen Mythos. Sein Erfolgsroman Der Werwolf aus dem Jahre 1910 gewann in der Zeit des Nationalsozialismus an Zuspruch, da er gut zur Ideologie der damaligen Zeit passte. Er beschreibt den Partisanenkampf eines niedersächsischen Bauerndorfes im Dreißigjährigen Krieg gegen Landstreicher, Marodeure und die schwedische Soldateska. Zur Person Hermann Löns gibt es Anwürfe, die ihn als Trinker und Frauenfeind beschreiben. Ich zitiere: Weiber sind keine Vollmenschen, denn sie haben keine Seele, sondern nur einen Uterus. Oder ich zitiere weiter, auch von Löns: Ich bin Teutone hoch 4. Wir haben genug mit Humanistik, Nationalaltruismus und Internationalismus uns kaputt gemacht. So sehr, dass ich eine ganz gehörige Portion Chauvinismus sogar für unbedingt nötig halte. Natürlich passt das den Juden nicht. Das ist ja wohl eine Frechheit. Diese Zitate werden im völlig falschen Zusammenhang dargestellt. Hermann Löns war kein Nazi. Bitte setzen Sie sich wieder. Anmerkungen können Sie am Ende des Vortrages machen. Schnauzepussy, das wird gar nichts zu sagen. Jan, bitte fahren Sie fort. Der Löns-Kritiker Thomas Dubke ist der Auffassung, dass Löns spätere Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten nicht ohne sein eigenes Zutun zu Lebzeiten kam, da er sich häufig sozialdarwinistisch und rassisch-völkisch äußerte. Auch sieht er in Löns Engagement für den Naturschutz keine ökologischen Motive, wie man es vielleicht heute vermuten würde, sondern Vaterlandsliebe. Natur war für ihn Rassenschutz, Kraftressource für das deutsche Volk und Volksgesundheitsbrunnen. Seine Einstellungen rühren wohlmöglich aus der patriarchalischen und nationalistischen Erziehung, die sich aus dem Zeitgeist natürlich herleitet, aber teilweise auch aus der Zeit in der schlagenden Verbindung. Jetzt reicht's aber! Diese Mutmaßungen sind unhaltbar! Dieser kleine Kommunist verdreht die ganze Geschichte! Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, dass Sie Ihre Anmerkungen am Ende des Vortrages machen können. Sie stören den Ablauf der Veranstaltung erheblich. Du kleine Professorenschlampe, hast doch deinen Titel nur deswegen bekommen, weil du mit irgendwelchen Weichheiten gebumst hast! Raus!
Seminar. Du bist raus hier, jetzt müsst ihr mit dem Dekan weiter besprechen. Ich kann es mit dem Dekan was anderes machen. Wir sprechen uns auch noch, du kleine linke Sau. Raus! Mach weiter, Jan. Alles okay? Ja, geht schon. Also, sowas habe ich auch noch gar nicht in meiner gesamten Dienstzeit erlebt. Ich habe jetzt mal mit dem Dekan gesprochen und er wird zusehen, was er tun kann, um die Burschenschaft von der Uni zu verweisen. Das finde ich sehr gut, Herr Kollege. Aber kommen wir zu was Erfreulicherem, deiner Bewertung. Herr Bauer und ich sind uns absolut einig, dass wir sowohl deine Verteidigung als auch deine Doktorarbeit mit sehr gut bewerten werden. Wir sind mit der Leistung, die du erbracht hast, sehr zufrieden und wissen das sehr zu schätzen. Und Sie sind einer der Ersten, der Hermann Döns Geschichte doch in sehr kritischer Weise reflektiert hat. Das ist sehr mutig. Und hinzu kommt, Sie haben auch noch einen sehr guten Schreibstil dabei. Herzlichen Glückwunsch, kann ich da nur sagen. Ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch und alles Gute in Ihrer weiteren Laufbahn. Das ist immer ein schöner Abend da, ne? Da seid ihr endlich da. Aber so, jetzt weiter hier. So, Martin, wir sehen uns am Morgen, ne? Ach so, gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. War schön. Servus, ne? Ciao. Tschüss. Was hast du jetzt vor? Jetzt gehe ich mit dir nach Hause. Ich meine mit deinem Abschluss. Ach so, ich glaube, es werden noch ein paar Taxifahrer gebraucht. Autofahren kann ich ja ganz gut. Ja, bestimmt nicht jetzt. Hast du das gehört? Ach, wen haben wir denn da? Unseren kleinen Streber. Das hast du aber super hinbekommen heute. Ach Jan, diese Ausdrucksweise, göttlich. Aber morgen bedankst du dich bei mir mit einer heißen Nummer, ne? Lauf weg. Meine Süße. Lass sie in Ruhe. Ich hab so lange überlegt. Was hast du denn? Hast du in deiner Kindheit etwa nicht gelernt zu tangeln? Typisch Borschi. Keine Haare am Sack, aber ein Kamm in der Tasche. Hier sind wir von der Uni geflogen. Los, Arsch. Sie haben Sandra. Warte. Meinst du, dass es richtig ist, was wir tun? Ja. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Es ist doch Selbstjustiz. Ich denke, in diesem Fall haben wir keine Wahl. Also komm.
dir gemacht? Ihr hättet nicht herkommen sollen. Herzlich willkommen. Ihr seid gerade rechtzeitig zu unserer kleinen Beschwörung hier. Na sowas? Was macht ihr denn hier? Wollt ihr etwa nicht machen? Ihr Schweine, euch mach ich fertig. Los, schnappt euch die beiden. Es ist höchste Zeit zu beginnen. Weil ich so ein netter Mensch bin, möchte ich dir, Jan, nochmal die Gelegenheit geben, deine Falschaussagen über unseren Herrn hier zurückzunehmen und deine Doktorarbeit zurückzuziehen. Solltest du das nicht tun, werdet ihr drei mit unseren kleinen Freunden hier Bekanntschaft machen. Niemals. Ich bin Wissenschaftler und kein Geschichtskletterer, so wie du. Also gut, ganz wie du willst. Du Schwein! Tittenratzen und Gift mischen, mehr könnt ihr wohl auch nicht. Reicht doch. Martin, was zur Hölle war das? Dasselbe, was ich jetzt deiner kleinen Freundin verabreiche. Nein! Nein! Du Schwein! Du wolltest es doch so, aber wo wir gerade bei dir sind, soll es natürlich auch nicht leer ausgehen. Trink, Junge! Trink auf, Hermann Löhns! Warte, er will uns was sagen. Das machen wir mit einem Gießer! Auf! Mann, Sandra, was war das denn für ein Zeug? Wir müssen los. Los. Was ist passiert? Komm mit. Los. Komm, das erkennt man später. Martin, komm, geht's? Geht schon. Los, nimm sie mit. Die Wirkung lässt gerade etwas nach. Und du trinkst doch so gerne Alkohol, oder? Dein Hermann Löhns hat es ja eigentlich richtig schön gehabt. Mein Hermann Löhns? So selten wie der sich hier hat blicken lassen, ist eigentlich ein Wunder, dass der hier so gehypt wird. Ich kenne jemals niemanden, der so viel Ärger wegen der Doktorarbeit hatte. Hoffentlich hast du wenigstens richtig zitiert. Bin jedenfalls froh, dass alles vorbei ist. Den Titel hast du dir verdient. Und die Typen, die sehen wir so schnell auch nicht wieder. Außer wir machen Knastbesuch. Martin, warum bist du eigentlich so ruhig? Ist alles okay bei dir? Mir geht's gut. Aber irgendwas ist doch mit dir. Ja, mir ist ein bisschen warm. Martin, das... Was ist das denn? Soll es ein Scherz sein? Nein, das ist mein Ernst. Bist du bescheuert? Nach allem, was die uns angetan haben? Lasst mich doch! Vielleicht habe ich ja meine Freude dran gefunden. Eine Burschenschaft ist wenigstens ein Zusammenhalt. Da bin ich jemand. Und nicht nur das fünfte Rad am Wagen. Euch beide brauche ich jedenfalls nicht mehr. Martin, warum? Ha 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 ha
Thank you.